da öffnete sich der Himmel. Dieses Wort begleitet uns seit der heiligen Nacht, seit wir die Feier der Weihnacht beginnen durften. Und dieses Wort erklingt auch heute noch einmal an dem Tag, an dem wir, zumindest geht es mir so schweren Herzens, wieder von der Weihnachtszeit Abschied nehmen müssen. Da öffnete sich der Himmel. In der heiligen Nacht ist das relativ leicht zu verstehen. Das Licht, das von Gott kommt, obwohl es ungewöhnlich ist. Auch die Hirten müssen es lernen. Selbst Maria und Josef staunen über die Worte, die die Hirten dann bringen. Dass sie die himmlischen Heerscharen nicht nur gesehen, sondern auch gehört haben. Und dass dieses Kind der offene Himmel ist. Alle Evangelien berichten, dass dieses Kind, als es erwachsen geworden ist, seine öffentliche Wirksamkeit beginnt mit einem ganz ungewöhnlichen Akt, nämlich einer Bußtaufe am Jordan bei Johannes dem Täufer. Dort finden sich seit einiger Zeit viele Menschen ein, die sich diesem einmaligen Akt unterziehen. Sie hören seiner Predigt zu. Sie steigen ins Wasser hinab und lassen sich von Johannes taufen im Wasser des Jordan, um ihre Sünden abzuwaschen, um wieder ein neues Leben anzufangen. Eine Bußtaufe. Was tut Jesus da? Ist das nicht ungewöhnlich? Was hat Jesus in der Reihe der Sünder zu suchen? Nichts. Er ist kein Sünder. In allem uns gleich betet die Kirche immer wieder und wir machen uns dieses Gebet zu eigen. In allem uns gleich, außer der Sünde. Was tut er dort? Wir merken dieses Unbehagen heute im Evangelium an diesem kleinen Streitgespräch, das die beiden haben, Johannes der Täufer und Jesus. Du kommst zu mir? Es müsste umgekehrt sein. Und Jesus spricht dieses seltsame Wort, für jetzt lass es nur zu, damit Gottes Gerechtigkeit erfüllt wird. Also was tut Jesus da? Er tut das Gleiche, was der Prophet Jona getan hat auf dem Schiff, als dieser große Sturm entsteht. Und niemand weiß, warum drohen wir jetzt hier unterzugehen. Wir gehen alle zugrunde. Sie haben schon den ganzen Ballast, die ganze Ladung über Bord geworfen und jetzt gehen Sie einzeln nach und sagen, wer ist hier ein bisschen komisch? Wie können wir die Sache in Ordnung bringen? Und Jona sagt, werft mich ins Meer. Das ist das, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir nach einem prophetischen Vorbild suchen, was Jesus hier tut. Werft mich in den Jordan. Es ist der Beginn dessen, was der offene Himmel meint und wozu sich der Himmel wieder geöffnet hat. Errettung, Erlösung, Heilung der Menschheit. Ich habe zunehmend den Eindruck, dass wir bis in die Kirche hinein das immer weniger verstehen. Warum? Weil wir kein Bewusstsein mehr haben von dem, was Sünde bedeutet und Schuld. Das wird alles wegdiskutiert. Und wenn es nicht wegdiskutiert wird, dann wird es wegpsychologisiert. Aber dass wir alle hier, verzeihen Sie die Vereinnahmung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle hier, natürlich mich inbegriffen oder vielleicht als Ersten müsste ich mich nennen, jeden Tag schuldig werden aneinander, an unserem Lebensentwurf, an dem, wie Gott uns meint, kann daran ein Zweifel bestehen? Dazu muss man nicht skrupulant sein, sondern Realist, ganz nüchtern hinzuschauen. Und dann verstehen wir besser, was der offene Himmel meint. Und dann verstehen wir besser, warum wir aus diesem Netz, aus diesem Geflecht der Sünde, auch wenn wir sozusagen die Oberfläche klar haben, und die nächste Schicht hat das schon wieder, wir kriegen es einfach nicht ganz raus,
Wir können das nicht selber machen. Wir sind keine Selbsterlöser. Und eine Gesellschaft, die nicht mehr christlich ist, kann uns noch so sehr einreden, dass das die böse Kirche ist, die uns permanent ein schlechtes Gewissen macht. Lächerlich, dieser Vorwurf, liebe Schwestern und Brüder, weil jeder in seinem stillen Kämmerlein, in einer stillen Ecke, wenn wieder richtig was daneben gegangen ist, wenn man mal wieder schäbig war oder im Internet herumgeturnt ist, wo man nichts zu suchen hat an manchen schmuddeligen Seiten, um nur ein paar Beispiele zu nennen, dann merkt jeder und jede, naja, warum schaffe ich das eigentlich nicht? Ich hab's doch heute Morgen, war es noch ganz in Ordnung, habe ich es eigentlich gut gemeint. Aber der nächste Schritt, oder dann begegnet mir wieder diese Visage und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Ja, das ist natürlich dann dumm gelaufen. Aber wie heraus aus diesem Ding, aus diesem Kontext, aus dieser Schuld, aus diesem Geflecht und Geschmiere der Sünde, wie kommt man da heraus? Aus eigener Kraft nicht. Denn das Christentum ist nicht das Märchen von Münchhausen mit dem eigenen Zopf aus dem Sumpf. Nein, dazu braucht es den offenen Himmel. Dazu braucht es einen, der uns sieht, der uns kennt, der in allem uns gleich ist, außer der Sünde. Darum, liebe Schwestern und Brüder, hat sich an Weihnachten der Himmel geöffnet. Und er kommt als Heiland. Darum steigt er in den Jordan hinab und beginnt den Weg der Erlösung neu, indem er, der einzig Sündenlose, die ganze Last der Sünde auf sich nimmt, sodass die Fluten des Jordan und die Fluten der Sünde über ihm zusammenschlagen. Und dann hören wir neu die Stimme aus dem offenen Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn. Er ist euer Retter. Er ist der Heiland. Er ist es, der die Richtung vorgibt, zurück zum Himmel, der die Begegnung mit Gott überhaupt erst wieder möglich macht, der eine Spur legt, auch in diesem ganzen Gewirr der Sünde, eine Spur, die ihr gehen könnt, eine Spur, die verlässlich ist. Es ist die Spur der Rettung und Erlösung. Eine Spur, liebe Schwestern und Brüder, zu der wir uns heute neu entschließen wollen, denn es ist die Spur eines wirklich gelingenden Lebens.